Wenn man sich die Karte jetzt so ansieht, dann sieht man, ist nicht mehr so richtig viel. Deswegen ist es auch jetzt sehr bald Bosszeit. Yeah! Einer meiner Lieblingsbosse, aber dazu später mehr. Erstmal müssen wir uns noch ein bisschen hochhangeln. Oder in dem Fall jetzt erstmal noch ein bisschen runterhangeln. Weil da ist nämlich das ist diese eine Stelle da, die ich jetzt gleich mal ganz kurz ausführen würde, was ich damit meine. Zack. Schon mal alle Gefahren aus dem Weg räumen, die wo meiner vollen Leiste ein bisschen zu nahe kommen könnten. Noch ein bisschen Geld aufsammeln. Und jetzt zu dem, was ich eigentlich machen muss. Mich hier schön sauber runter zu hangeln. Weil ich weiß nicht, wieso ich damals nicht auf die Idee gekommen bin. Von hier aus wiederum zu dem da. Ich weiß nicht, ich war dann irgendwie mal wieder unten, komplett unten und bin einfach nicht mehr auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht das da machen könnte. Eine von den Dingen, wo man sich danach fragt, wieso habe ich das eigentlich damals verrissen? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber egal, einer von den Sachen, wo man auch wenigstens dann sagen kann, jetzt weiß ich's. Für immer. Für immer und ewig. Dieser Fehler passiert mir nicht noch einmal. Dieses Zitat ist doch auch schon so bekannt. In so vielen verschiedenen Varianten. Ich gebe jetzt noch eine Sekunde Zeit, bevor ich das Feuer öffne. Jetzt reicht's. Ich will gleich mal diese ganzen Fluggegner aus dem Weg haben, nicht dass mir die später noch Probleme bereiten. Was gut möglich ist. Oh Gott, das sah so nicht wirklich passend aus. Aber who cares, Hauptsache ich bin hier runtergefallen. Hier beim letzten muss ich ein bisschen aufpassen, der hat leider bloß die einseitige Klebeseite. Einseitiges Klebeband, wenn man es mal vergleichen wollen würde. Hauptsache man fällt nicht runter. Hier gilt das gleiche und yes, wir sind da. Aber stopp, da ist noch was. Ist es jetzt die letzte? Na, eine Truhe habe ich da irgendwo mal liegen lassen. Aber ich glaube, das war keine besondere, weil ich habe ja schon zwei Herzteile in diesem Tempel. Na, das ist bloß ein bisschen Geld. Kann ich jetzt relativ zufrieden sein mit meiner Abfahrtrate. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Irgendwo ist bestimmt noch eine Fee. Sehr wahrscheinlich oben an der Tür. Möchte ich natürlich nicht vergessen. Ich will sie mitnehmen. Das ist irgendwie der tägliche, der wichtige Begleiter, den man immer dabei haben möchte. Wie ein Handy. Geh nie ohne Fee aus dem Haus. Ah, zwei von denen. Ah, da. Aggressiv, oh! Ah! Alles aggressiv! Ah, dammit! Den kann man auch so schlecht ausweichen. Gerade dann, wenn sie alle beide aktiv sind. Jetzt kommen wir her, jetzt ist sie schon vorbei. Hast mir schon den Spaß genommen, es gibt bloß noch das dumme Alle. Kann ich erstmal den anderen wegpfeffern. Und tschüss, das war die Nummer 1. Na, jetzt ist eh wieder simpel. Na, wenigstens gibt es ein bisschen Geld. Könnte ich den ganzen Tag machen. Und jetzt finish den Penner. Na, fast. Traust du dich her?
Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich da einen Blank ziehe, einen schönen sauberen hinkriege. Der hat sowieso wieder gepikselt. So, werden wir das doch mal mit der schönen Eisenstiefel-Kombo. Erfüll dir einen Zweck. Hau mal wirklich. Ah, jetzt habe ich ein Herz verloren. Schade. So voll der Spiel bei dem, als ob man das Spielzeug weggenommen hat. Und leider kann ich auch mich nicht heilen. Haben ja kleine Herzen nicht verfügbar. Aber da kann ich wieder ein paar andere Techniken dem Vorzug geben. Aber ich glaube, relativ viele Gegner kommen da sowieso nicht mehr. Das ist jetzt alles hier noch so ein bisschen Hangelparty, was man hier hat. Mit so ein bisschen von dem da. Ja, Geld. Was ist schon eine Rubine? Wenn man die Welt rettet. In dem Fall könnte man das natürlich begründen mit der Magierrüstung. Also ein Gierschlund könnte es begründen damit. War hier nicht irgendwo in einer von den Dingen eine Fee? Ich dachte, das ist wirklich so was. Nicht mal? Wo? Ich höre Schleim. Wo? Hier? Tatsächlich, Schleim. Ganz ehrlich, wenn es bloß um diesen einen Funzel geht, gehe ich doch gerne mal das Risiko ein und esse so ein bisschen schlechten Schleim. Warum auch nicht, oder? So, ich habe eine Chance, dass das gut oder schlecht ist. Und? Ha! Das Glück ist auf meiner Seite. Darf ruhig mal sein. Perfekt! Das Glück ist auf meiner Seite. Tada! Jetzt habe ich alles so, wie ich es haben möchte. Geil. Das dahin, das dahin und dann. Ja, doch. Ich bin voll gut ausgestattet jetzt. Es kann wieder weitergehen. Ach ja, nehmen wir doch den oberen Weg erstmal. Es soll ja jeder Schalter, wirklich jeder Schalter, seine Daseinsberechtigung haben. Auch wenn es bloß ein kleiner Absatz noch ist. Ja, hier wäre keine Fee gewesen. Schön. Da kann ich doch gleich mal gut gelaunt zum Boss gehen. Einer meiner Lieblingsbosse, eigentlich der Lieblingsboss bei diesem Zelda-Spiel, liegt natürlich unter anderem auch daran, dass er ein Drache ist. Aber auch, weil mir die ganze Setting von dem ganzen Kampf gefällt. Wenn man es noch nicht kennt, dann kann man sich jetzt gleich mal davon überzeugen, was ich damit meine. Sobald ich oben angekommen bin, und das wiederum mache ich über einen ganz speziellen Weg, der da oben ist. Ist also nicht einmal einfach so irgendwie die Treppe hochgehen. Nein, da muss man sich schon ein bisschen ausgefallenen Weg aussuchen. Hier ist es. Ziemlich weit oben. Und die Säulen, da brauche ich nichts dazu sagen. Ich meine, wir haben ja den Doppelhaken. Der kommt auf jeden Fall zum Einsatz. Und da ist er auch schon. Unser Gegnerdrache. Mit dem ganz besonderen Namen Agorok, der fliegende Feuerdrache. Na dann, ist zwar schade wieder mal,
Aber wenn es der Drache auf eine Konfrontation anlegt und nebenbei mir auch die Scherbe nicht einfach so geben will, muss er halt damit klarkommen, dass ich Gegenmaßnahmen einleiten werde. Wenn ich jetzt dieses Auge hätte, könnte man ihn ziemlich cool beobachten. Sieht auch eine Mordsspur hinterher, inklusive Wind. Also ein bisschen aufpassen sollte man. Aber eigentlich wäre es doch ganz interessant, sich mal hier hochzuhangeln. Wobei, ne, ich glaube, das war sogar erst einmal noch nicht mal wirklich notwendig. Weil jetzt gibt es ein bisschen hier. Stiefel anziehen. Na, wir kommen den Ganzen doch näher. Man sieht ja schon, was da abgeht. Das nehmen wir doch mal. Inklusive mit dem Gewicht. Passiert. Ein Absturz. Und man sieht, es geht jetzt als erstes mal darum, diese nervtötende schwarze Rüstung wegzubekommen vom Drachen. Weil es stört halt doch ein bisschen. Wenn man mit einem Gegner zu tun hat, der wohl noch gepanzert ist zusätzlich. Wenn man natürlich ein Meisterschwerkämpfer ist, dann ist es natürlich alles kein Problem. Kann man natürlich alles durchschneiden. Aber diese Skillniveau ist in dieser Welt nicht so gegeben, nicht so oft. Deswegen erstmal so. Da muss ich eigentlich fast schon Teekränzchen machen, wenn der so rumfliegt. Hm. Na, was ist das? Totenkopf. Voll uninteressant. Kommst du mal? Ah, jetzt platziert er sich oben. Was für ein frecher kleiner Drache. Hat er das früher auch schon gemacht? Oder habe ich es bloß wieder vergessen? Also. Und abwärts. Boing. Noch mehr. Und man sieht jetzt ja auch schon wirklich, auf was man eigentlich ziehen sollte. Die Schwachstelle ist offengelegt. Auf dem Rücken. Wir haben eine ganz schön lange Zunge. Eine zwiespältige Zunge. Und ja, Mann. Hat sich mal komplett befreit. Finde ich eigentlich schon eindrucksvoll, wenn er die so einfach mal abstreift, die komplette Rüstung. Aber jetzt geht's auch so richtig ab. Jetzt fängt es auch zu regnen an. Obwohl wir hier eh schon oben in den Wolken sind. Begünstigt natürlich das Wachstum hier von diesem Pflänzchen. Die finden es sehr geil, dass da gerade regnet. Und ich finde es wiederum geil, dass die dann durch die Gegend düsen. Weil das muss ich jetzt ausnutzen, weil jetzt wird es kritischer. Wenn ich mich hier am Boden aufhalte. Weil er hat nämlich jetzt ganz andere Angriffsstrategien parat. Und da wäre es ein bisschen günstiger, wenn ich mich ziemlich weit hochhangel. Hier mache ich mich zwar ein bisschen zur Zielscheibe, aber ich brauche schließlich eine Strategie, um an seinen Rücken zu kommen. Deswegen weg hier. Anspruchsvolles von einem zum nächsten Hangeln. Eins noch. Und jetzt muss man leider selber ziehen. Aber jetzt. Jetzt geht's wieder ein paar schöne Stiche auf die Schwachstelle. Power. Und rums. Drache. Sollen wir streicheln? So im Kampf mal eben. Vielleicht ein bisschen schlechter Zeitpunkt. Weil es gibt auch nicht nach. Und er ist auch schon fokussiert. Hoch. Andere Richtung.
Nur weil sie ja nicht verkokeln. Ein Glück ist auch, das ist nicht einer von den Drachen, die wo so richtig hart auf Nahkampf aus sind. Sonst hätte es wahrscheinlich ein bisschen anders da ausgesehen, der ganze Kampf. Aber okay. Ist schon ziemlich eindrucksvoll, hier auf dieser Höhe mit irgendeinem Drache rumzubattlen, wenn es nur gerade regnet auch noch. Und es geht weiter mit der Action. Und Schwachstellentreffer. Reicht aber noch nicht ganz. Aber sehr bald. Braver Drache. Machst du gut. Nur leider. Zwingst du mich auch dazu, die Sache jetzt relativ bald zu beenden. Ich muss jetzt so schnell weg. Jetzt gibt's Bratattacke. Andere Richtung. Fürs Finale habe ich mir jetzt noch was Spezielles überlegt. Zwar war es ein bisschen fies und nicht unbedingt notwendig, aber ich mache es trotzdem ganz gern. Aufgepasst. Muss er schon ein bisschen ausflambieren lassen. Darf seinen letzten Atemzug machen. Ich habe mal eine Kehrtwende eingelegt. Eigentlich hätte ich da reagieren sollen. Aber ich bin gerade so schön im Flow drin. Hui! Hui! Von einem zum nächsten. So, und jetzt. Eisenstiefel an und. Das wird jetzt das Finale. Und goodbye, Drache. So schön abgeschlossen. Leider Gottes auch mit einem schlechten Ende für den Drachen. Aber was muss, das muss nun mal. Tada! Herzteil. Herzcontainer. Und der Grund, warum wir ja unbedingt hier oben sein müssen. Das fehlende Sterbenteilchen. Na, Midna, was hast du dazu zu sagen? Die vierte und letzte Scheibe. Jetzt haben wir sie alle zusammen. Und du weißt, was das bedeutet, ne? Sie fragt mich jetzt auch nach dem, was die Weisen mir gesagt haben. Und zwar, dass ein nur vom Schattenvolk anerkannter Herrscher in der Lage ist, diesen Schattenspiegel zu zerstören. Jetzt spricht sie das wieder an. Der Zanto konnte den Schattenspiegel nur in Scherben zerbrechen. Also ist er der falsche Herrscher. Dass sie das jetzt so auf die Augen drücken muss, an dieser Stelle. So, jetzt müssen wir dann zur Spiegelkammer. So fein er sich auch kleidet, gegen den echten Herrscher kommt er nicht an. Beweisen wir es ihm. Die ganzen Querverweise dürften ja schon längst angekommen sein. Aber naja, Midna, bring uns weg. Es ist alles gesagt, es ist alles getan. Die Wolken sind genossen. Das Höhentraining ist abgeschlossen. Das Herzteil ist abkassiert. Bis auf die eine Truhe gibt es wirklich keinen Grund mehr hier zu sein. Jetzt können wir höchstens uns noch kurz verabschieden von unserer Freundin, die Tante. Aber andererseits, wenn wir schon hier sind, wir haben erstmal was anderes zu tun. Und dazu werde ich auch noch ganz kurz diese Kanone hier betätigen. Habt ihr euch schon gefragt, wie man da eigentlich zurückkommen soll? Ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist, mit einer Kanone auf die Erde zurückgeschossen zu werden.
Wie haben sich die Komorianer das vorgestellt? In etwa so. Ja, das ergibt nicht wirklich viel Sinn. Aber solange die ganzen Gesetze außer Kraft setzen können und wir nicht draufgehen, ist alles in Ordnung. Alles erlaubt. Ja, genau, Papagei. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich will eigentlich nur Tobi dafür danken, für die Kanone. Danke, danke, war ein cooles Ding. Wie ist eigentlich das mit dem Reparaturservice? Naja, eigentlich nur das, was wir schon kennen. Aber da hat er sich ja automatisch drum gekümmert. Coole Sache. Jetzt bin ich mittlerweile schon so weit. Jetzt ist die Frage, was sollte ich mich als nächstes widmen? Eigentlich gibt es nicht mehr so wirklich viel. Na gut, ich habe eine Menge Kleinkram. Aber ich kenne alle Techniken. Geister habe ich jetzt nicht wirklich vor, alle zu holen. Aus gegebenen Gründen. Da bleibt eigentlich wirklich nur die Schattenkammer. Spiegelkammer, so jetzt geheißen. Spiegelkammer. Also ich gönne mir noch irgendeinen Spaß. Welchen Spaß könnte ich mir denn jetzt gönnen? Ich meine, jetzt bin ich ja sowieso erstmal wieder hier raus. Kleine Abkühlung, bevor die nächste große Task kommt. Wäre vielleicht sogar angebracht. Ach ja. Tobi darf das nicht sehen. Das ist nicht für seine Augen bestimmt. Ich könnte natürlich... Da ist noch eine Schatzkiste. Da ist noch eine Schatzkiste. Tobi, schick mir mal trotzdem nochmal hoch. Erstens mal, weil du sowieso cool bist, deswegen gebe ich dir mehr Geld. Und weil ich mich nochmal hochschießen lassen möchte. Die Sequenz gebe ich mir jetzt nochmal. Tobi. So wahnsinnig er als Clown ist, ist er auch ein sehr guter Mechaniker, Techniker, sonst was. Und er weiß, wie er seine Sicherheitsvorkehrungen irgendwie treffen muss, damit das alles nicht eskaliert. Im Gegensatz eigentlich zu ihm hier, unserem Dumnus, der vertraut einfach blind darauf, dass seine Hühner das Ganze regeln. Also, mein großer Freund. Den seine Rede immer. Ich entscheide mich für Hühnchen Weiß. Hier. Weiß. Weil es gerade in der Nähe ist. Mehr Gründe brauche ich nicht. Mal schauen, ob ich diesmal drauf komme. Ich muss bloß ein bisschen schön seitlich kommen, dann sollte das Ganze passen. Überlegen. Klein wenig mehr ausholen. Klein wenig mehr. So ein bisschen drehen noch. So ein bisschen wackeln noch zusätzlich. Ja, ja. Jetzt. Noch ein bisschen drehen. Da ist immer noch ziemlich hoch. Aber. Punktlandung auf der Kiste. Macht es mir nach. Also, was ist drin? Geld. Wusste ich ja, dass Geld drin ist. Oh, ja, wie vorhin ein silberner. Ein ganz fetter. Egal, habt sich hab's jetzt sauber gelöst. Und jetzt hätte ich noch Zeit für ein klein bisschen mehr. Wie wär's mit. Was fällt mir denn jetzt so spontan ein? Jetzt, genau, richtig. Ich gehe mal ganz kurz nur zur Agneta. Gebe ihr diese Käfer, wo ich habe. Vielleicht kriege ich ja dann einen Geldbeutel. Ich bin mir nicht sicher gewesen. Jedenfalls versuche ich es zumindest. Und wenn nicht, dann irgendwas wird sich, werde ich bestimmt noch kaufen können. Stimmt, ich kann ja das ganze Geld einschmeißen. Und genau, das haben wir ja auch noch. Wir haben ja noch einen Brief. Hallo Briefträger. Du hast Post für mich. Drei Briefe. Ich habe lange nicht mehr ins Postfach geguckt, wie es aussieht. Da ist der Brief mit Chago auch dabei. Jetzt ist er auch nicht mehr notwendig. Nun gut. Ich lese folgende Briefe vor.
Neue Aufgabe. Unglaublich super toll. Die Star Challenge, bekannt und beliebt bei Jung und Alt, hat in Hyrule-Stadt die Tore geöffnet. Auch wer das Spiel schon einmal gemeistert hat, kann sich jetzt einer neuen Herausforderung stellen. Mutige finden sich am Zelt im Osten der Stadt ein und nehmen die Herausforderung an. Der Direktor. Ich weiß, was gemeint ist. Hangelpartie und so. Dann habe ich noch Folgendes. Lieber, du bist super. War natürlich von der Tante. Mein Liebling wollte dir einen Brief schreiben und hat sich wirklich sehr angestrengt. Wir alle hier sind dir dankbar für deine Hilfe. Komm jederzeit bei uns vorbei, wenn du dich in Kumola mit uns treffen willst. Bis dahin, alles Gute. Der Liebling. Den kann man auch irgendwie nicht böse sein. Ja, und das ist hier der super alte Brief von Jago. Hallo Matthias, in ganz Hyrule habe ich keine einzige Statue gefunden, die auf den Zauberspruch gehört hat. Trotzdem, wenn ich jetzt aufgebe, lacht mich mein Vater noch aus dem Grab heraus aus. Deshalb gehe ich zurück zum Heiligtum in Kakariko. Vielleicht findet sich dort ja ein Hinweis. Lass du mich auch wissen, wenn du irgendwelche neuen Informationen hast. Nicht Fragezeichen, sondern Punkt. Jago, der Traumjäger. Jo. Die angesprochene Problematik mit der Verzögerung durch Briefe. Aber da hat man halt wenigstens was in der Hand. Um den Brief ein bisschen zur Daseinsberechtigung zu geben. Hey du, ich hab da immer noch mehr Geld für dich. Ich weiß nicht, wie viel ich dir noch in den Rachen schmeißen muss, damit du mir endlich das Ding gibst. Ich gebe ihm jetzt noch, wie viel gebe ich denn jetzt noch? Ich habe mir vorher schon ziemlich viel gegeben. Ich schmeiße mal so viel rein in den Typen, wie mir gerade lustig ist. Also ungefähr jetzt noch 50. Einmal mache ich eine 50 und dann reicht's. Hast du es? Nein, okay. Dann halt nicht. Geldfressmaschine. Schäm dich. Im Gegensatz zum Hund, du brauchst dich nicht schämen. Du bist ein lieber Hund. Du bist ein braver Hund. Ja, genau. Hier. Ja, nicht du. Ja, ich mag Hunde. Aber ich will jetzt eigentlich nicht mit dir sprechen. Ja, ich werde mit ihm spielen. Sobald du aufhörst, mit mir zu reden. Bring's mir, Knöchelchen. Ein Apportierkünstler. Echt gutes Ding, Hundi. Brav. Aber ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit, weil ich habe auch noch kurz einen kleinen Termin bei Agnaita. Das wäre mir jetzt nur ein Anliegen, bevor ich mich jetzt dann wieder verabschiede auch von diesmal. Der Spann ist immer noch da. Der wird wohl nie aufhören. Anstatt dass einfach reingehen und mal Hallo sagt. Hey Agnita, ich habe noch ganz viele Käfer für dich. Und zwar... 2 Stück, ja die reichen ja völlig. Hier eine Kellerassel. Wenn sie etwas kleiner wäre, würde sie auch so herumkugeln. Ja, wenn sie will. Oh yeah! Ich habe ihr schon so viele Insekten gebracht. Sie muss mir etwas geben für meine Mühen. Oh, ein Stempel. Das war eigentlich nicht, was ich wollte. Aber okay. Geht auch in Ordnung. Schade. Dann war der Geldbeutel vielleicht bei 20 oder schon beim Schluss. Schade. Aber na gut. Hier hast du noch den letzten Insekt, was ich noch in der Tasche habe. Das Snagge. Kannst du ja auch so schleimig fühlen. Okay, das war's. Es war eigentlich meine Hoffnung, dass ich vielleicht einen Geldbeutel kriege, aber das war dann wieder bei anderen Zahlen. Ja, was heißt drum? Dann bleibe ich gleich hier draußen stehen. Meld mich für diesmal ab und überleg mir dann fürs nächste Mal, wie es denn dann weitergeht. Ich sage tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal wieder bei Zelda Twilight Princess HD.